Good morning, people. Ganz spontan dachte ich mir, dass ich heute mal wieder einen Vlog drehe. Ich sitze jetzt auch schon draußen. Ich habe auch schon ein Radio rausgeholt. Ich habe hier auch so mein Schmuckband mit rausgenommen. Ich wollte dann gleich mal dieses Armband da fertig machen für mich. Und ich dachte mir, ich vlogge heute einfach mal, weil ich wollte später mit einem Freund nach Heidelberg fahren. Auf jeden Fall bin ich schon seit ungefähr einer halben Stunde wach. Werde jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken. Oh mein Gott. Warum sind da so viele Spinnen? Und ich sitze einfach so nah dran. Muss man entfernen. Schaut euch das mal an. So, ich bin jetzt wieder drin in meinem Zimmer und ich habe mir schon die Haare gemacht und habe mich auch umgezogen und werde mich jetzt ein bisschen fertig machen, weil ich gleich mit einer Freundin spazieren gehe. Ich freue mich mega auf den heutigen Tag, weil ich werde heute nach Heidelberg mit einem Freund fahren. Da nehme ich euch dann vielleicht auch mit, aber halt erst nachmittags. Und es ist immer voll schön, wenn man dann abends so durch die Stadt läuft. Wir haben jetzt 10:50. Um circa 10 nach 11 gehe ich dann spazieren. Den Schmuck, den ich trage, das ist eigentlich jeden Tag derselbe. Da trage ich immer so goldene Ohrringe. Die habe ich euch ja in meinem letzten Haul gezeigt. Und diese Perlenkette trage ich immer. Und dann noch so eine goldene mit einem Herzanhänger. Die ist mir übrigens nachts, als ich mal nach Hause gekommen bin, in den Wasserhahnabfluss gefallen. War ganz lustig. Meine Eltern haben schon geschlafen. Und dann ist sie mir da reingefallen. Ich so komplett unter Schock. Musste ich erstmal so ein Zettelchen schreiben, dass sie da den Wasserhahn nicht benutzen sollen. Das war auch ganz lustig. Und dann musste ich immer von Bad zu Bad switchen, weil ich dort keine Hände waschen konnte. Jetzt kämme ich meine Augenbrauen so hoch. Da habe ich einfach so ein Augenbrauenbürstchen. Das habe ich nass gemacht und in Kernseife so gewälzt. Ich freue mich einfach schon mega auf Donnerstag, weil ab Donnerstag darf ich dann Motorrad fahren. Also wenn alles gut geht, weil da geht meine Mama zur Zulassungsstelle. Ich brauche nämlich noch ein Kennzeichen und wir müssen das Motorrad ummelden. Dann darf ich endlich fahren. Weil meinen Führerschein habe ich ja seit Montag. Wir haben jetzt... Was haben wir? Ich komme mit den Tagen so durcheinander. Wir haben jetzt Mittwoch, oder? Ja genau, wir haben Mittwoch. Mittwoch, der 21. Juli. Geht eigentlich auch immer ganz schnell, wenn ich mich so ready mache. Habe ich meine Feuchtigkeitscreme vergessen. Beziehungsweise eigentlich sollte ich Sonnencreme drauf machen, die Sonne scheint. Jetzt habe ich schon Concealer drauf. Mache ich das danach irgendwie. Ich wollte heute auch vielleicht noch ein Video drehen und Fahrrad fahren, weil das Wetter ist echt so schön und fahre ich total gerne dann immer Fahrrad. Das ist mein Look for the day. Also richtig natural. Jetzt werde ich ein bisschen hier aufräumen, weil ich habe mein Bett noch nicht gemacht. Und dann gehe ich spazieren und dann sehen wir uns. Und das ist übrigens das Armband, was ich gerade eben gemacht habe. Zurück von dem Spaziergang und ich habe gerade auch schon ein neues Video für euch gedreht zum Thema Sommer. Das ist auf jeden Fall mega nice geworden, seid gespannt. Ich habe mir vorhin auch Wimpern aufgeklebt, weil ich habe das schon richtig lange nicht mehr gemacht und deswegen wollte ich das mal wieder ausprobieren. Ich werde jetzt noch eine Runde Fahrrad fahren. Eigentlich wollte ich zu Hause mit dem Bike fahren, aber ich habe jetzt doch lieber Lust rauszugehen. Es ist mega schönes Wetter, vielleicht etwas zu warm, um Fahrrad zu fahren, aber ist mir egal. Ich habe jetzt Lust Fahrrad zu fahren. Und dann sehen wir uns nach meiner Fahrradtour, weil ich euch nicht mitnehme. Mittlerweile bin ich auch wieder zu Hause, also schon seit über einer Stunde, glaube ich. Wir haben jetzt 16 Uhr und ich war doch eine große Runde Fahrrad fahren. Also 2 Stunden war ich unterwegs und es war auch anstrengend wegen der Hitze. Ich habe voll geschwitzt und ja, aber ich bin auf jeden Fall eine schöne Strecke gefahren. Es hat voll Spaß gemacht und ich habe gerade noch gegessen. Meine Mama hat was Neues heute ausprobiert. Sie hat so Blumenkohl in Paniermehl gewälzt. Das war echt total lecker. Und Champignons habe ich noch gegessen und gerade habe ich auch noch ein bisschen Proteinshake mir gemacht. Auf jeden Fall gehe ich dann so ungefähr in einer halben Stunde los nach Heidelberg. Ein Freund von mir holt mich ab und dann fahren wir zusammen nach Heidelberg. Wir laufen gerade zurück zum Auto. Wir waren jetzt in Heidelberg. Ja, ich war gerade noch essen. Ich bin mit dem hier unterwegs. Servus. Ja, es war echt ein schöner Tag. Wir waren ein bisschen Bilder machen in Heidelberg. Die Straßen sind hier einfach so schön. Ich habe vorhin auch ein bisschen was fotografiert. Vielleicht blende ich das hier ein. Echt eine schöne Altstadt. Ja, Heidelberg ist wirklich so schön. Vor allem jetzt wird es ein bisschen dunkler. Da ist alles so beleuchtet. Auch die Wälder sind so schön. Ja.
Wir haben jetzt eine richtig coole Idee. Wir wollen jetzt einfach mal ein paar fremden Leuten winken und dann so eine Challenge draus machen, bei wem die Leute mehr zurückwinken. Haben wir uns verlaufen? Ja. Fang du mal an zu winken. Wir kriegen bestimmt einen Schreck, weil wir die filmen. Er hat auf jeden Fall nicht zurückgewinkt. Okay, ich bin jetzt dran. Der fährt so langsam. Die fahren so langsam, das wird cringe. Die denken vielleicht, ich würde der Kamera winken oder so. Lass uns die Chance ergreifen. Ja! Ja. Die waren sympathisch. Jetzt mache ich nochmal. Nein, es waren sogar zwei auf dem Stand. Okay. Die haben jetzt alle nicht gewunken. Also mir nicht. Oh, die anderen waren gerade richtig cool. Ja. Die haben direkt gewunken. Das waren auch nur so Südländer, wo man das von den ganzen denken würde. Hi. Hi. Oh! Wir müssen auch mit diesen E-Rollern fahren. Die sind voll schön. Das kommt dann in den Vlog oder so. Dann fahren wir mal nachts durch Frankfurt mit den E-Rollern. Das ist bestimmt cool. Wir laufen jetzt gerade zum Auto. Also wir suchen das Auto. Hoffen bis jetzt noch, dass wir es finden. So, ich bin wieder zurück zu Hause und ich muss ein bisschen leise reden, weil meine Eltern schon schlafen. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen und dann schlafen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Ich glaube 10:30. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal kurz ins Bad, meine Wimpern abmachen. Und das war es eigentlich schon mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.